Um eins klarzustellen, hier regiert der BTSV. Eintracht Braunschweig rehabilitiert sich mit einem 2:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und bleibt weiterhin Spitzenreiter der zweiten Bundesliga. Wir hören jetzt mal, was die Leute aus dem Stadion zu sagen. Was ist mit ihm los? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal 5 Tore in 7 Spielen, wunderbare Quote, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja. Haben sie ja wunderbar jetzt in Kicker und in Sportbild wunderbar berichtet, wo sie ja gesagt haben, er lebt ja nur in Braunschweig auf. Haben sie ja wunderbar bewiesen. Ist so. Ja, er kann nur Braunschweig. Erschießen sie das zweite Mal zum Aufstieg? Ja, ein bisschen früh. Das ist ein bisschen früh, wobei wir, und das muss ich auch sagen, mit Biada, mit Neymar, Spieler haben, die wunderbar funktionieren. Und überleg dir, wenn du in der Rückrunde wieder... Also ich denke, da ist schon einiges möglich, aber man sollte nicht zu früh die... Nee, ist richtig. Ne? Ist richtig. Wir bleiben bescheiden. Ich wollte gerade sagen, wir wollen bescheiden bleiben. Erste Halbzeit, aus wenigen Chancen 2 gute Tore gemacht, zum richtigen Zeitpunkt. Düsseldorf erwartet schwerer Gegner. Am Ende 2:1 verdient, glaube ich. Ja, haben Sie auch so gesehen? Absolut geiles Spiel. Ja, Tore sind alles, ne? Ja. Treffsicher. Und das war's, ne? Ja, am Ende gewinnt der, der mehr Tore geschossen hat. Ganz genau, ja, richtig, ja. Ja, war Eintracht die bessere Mannschaft heute? Nicht unbedingt, aber wie gesagt, ne, treffsicher. Treffsicher, das war ja letzte Saison abhandengekommen und dieses Jahr passt es. Also, Tore entscheiden das Spiel, fertig aus, ne? Haben solide hinten gestanden, haben sich gut präsentiert nach dem Stuttgart-Spiel, nach der Niederlage. Also, klasse Spiel. Ja. Die Chancen so gemacht? Gesehen, oder? Ja, finde ich auch. Ja? Finde, sie haben sehr gut gespielt. Wen fandst du am besten heute? Vom Wähler, oder? Der Torwart. Der Torwart von uns? Ja, der hat ein paar wichtige Dinge rausgeholt. Ja, Niemann hat ein super Spiel gemacht, die Zeit, die er drin war. Correa war ein bisschen wackelig am Anfang, hat sich gut gefangen. Ja. Ansonsten sichere Abwehrleistung, super gestanden. Also ich muss sagen, ich finde es super, dass die Mannschaft sich wieder richtig schön rehabilitiert hat nach dem Stuttgart-Spiel, nach der 0:2-Pleite in Stuttgart. Obwohl wir da hätten mehr holen können, muss ich sagen, haben wir im Stil eines Spitzenreiters haben wir wirklich agiert. Ja, Düsseldorf überlegen, aber Braunschweig hat die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ne? Genau, und ein Spiel gut über die Runden gebracht, trotz des Gegentors. Genau. Ja. Treffend. Treffend formuliert. Ja. Perfekt. Ja. Und ich meine, wer so spielt... Ja, haben eine Phase, läuft gut, musst du mitnehmen. Ne? Kommen auch wieder andere Zahlen vielleicht. Ja, noch ein paar Siege, dann haben wir einen Abstieg gesichert. Ne? Ja, Abstieg gesichert. Ja. Ich glaube, dieses Jahr, die gehen ein bisschen mehr dieses Jahr. Meinst du ein bisschen mehr? Ich glaube schon. Ja. Wohin denn? Unter den ersten 5 mindestens. Es war ziemlich spannend und torreich, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Schon, hast du auch so gesehen? Ja. Auf jeden Fall. Wen habt ihr denn heute am stärksten gesehen in der Mannschaft von Eintracht? Ken Reichel. Ken Reichel? Auf jeden Fall. Das Tor? Das war geil. War geil, oder? Ja, richtig krass. Nimmt er einfach mal ab, Volley, bam, rein in die Ecke. Was glaubt ihr denn, wo Eintracht am Ende der Saison... Erster Platz, meint ihr? Ja. Ganz easy. Kommt ihr auch alle noch ein paar Mal dieses Jahr, oder? Ja. Wo standet ihr heute alle? Nordkurve. Nordkurve? Ja. Hat der Bock mal in der Südkurve aufzustehen? Ja. Ganz oben? Ja. Welcher Block? 7. 7? 9, auch da, wo ein bisschen Feuer ist? Okay. Ja. Nehmen wir auch mit, ne? Ich bin dann der Anführer. Du bist der Anführer? Ja. Anfang sehr schleppend, muss man ja sagen, aber es war nachher ein tolles Spiel. Die Braunschweiger haben gekämpft, haben sich reingekämpft in dieses Spiel, meine ich. Und ein überragender Spiel, muss ich heute sagen. Meine Meinung. Ja, ist ein wichtiger Neuzugang auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Wird immer unterschätzt ein bisschen, weil er nicht so wirklich auffällt, keine Tore schießt, aber... So ist es. Aber der Mann war... Was der für Wege macht. Ja. Ich möchte heute nicht wissen, wie viele Kilometer der gelaufen ist. Ja. Fantastisch, der Junge. 18 Punkte aus 7 Spielen ist hervorragend. Fast maximale Ausbeute bis, wie gesagt, das Stuttgart-Spiel. Und ich muss sagen, wir haben es gerade in dieser Zeit geschafft, die 2 Tore zu erzielen, als Düsseldorf wirklich anfangen, überlegen zu werden. Als sie anfingen, überlegen zu werden, die haben wirklich sehr viel Ballbesitz gehabt, die haben die meisten 2 Kämpfe gewonnen und wir haben wirklich eiskalt zugeschlagen. Und das finde ich einfach nur klasse, dass wir das geschafft haben. Ja. Haben Sie eine Meinung, warum Kumbela jetzt auf einmal wieder so stark ist? Er lebt seinen 3. Frühling, wundert mich auch. Ja. Aber nehmen wir trotzdem gern. Nehmen wir mit die Tore. Naja, ich glaube, der Wechsel im Winter letztes Jahr, da war er nicht fit. Jetzt ist er gerade fit und dann hat er seine Knipser-Qualitäten und dann macht er die Buden auch. Ja, nehmen wir gerne mit. Ne? Nehmen wir gerne mit, ja. Kumbeda einfach perfekt. Ne? Der steht genau, wo er stehen muss. Ja. Ist so. Und dann haut er Ding auch noch rein. Haut er Ding auch noch rein. Ne? Ja. Was hat ein Lieberknecht mit dem gemacht? Hat ja, weiß ich nicht. Hat einen Lauf. Zweite Frühling.
läuft gut in der Mannschaft. Ja. Du musst einen Lauf haben, dann haben sie im Augenblick. Ja, da gehen Sachen, die sonst nicht gehen. Letztes Jahr hätten sie das Spiel vielleicht verloren sogar. Ne? Dieses Jahr holen sie es mit. Haben schon bessere Spiele dieses Jahr gemacht, aber haben 2-1 gewonnen. Ja. Top. Muss sein. Weiter so. Schwung mitnehmen. 18 Punkte. Ja. Perfekt. Ja. Haben Sie Hoffnung, dass Eintracht dieses Jahr vielleicht auch im Aufstiegsrennen was mitreden kann? Ja, wir haben das schon im Kopf, nicht? Aber man sollte es nicht zu sehr fordern. Wir sind bescheiden in Braunschweig, aber wir bleiben dran. Ja, das haben Sie auch so gesehen? Ja, na klar. Ja, war auf jeden Fall gut, war ein wichtiger Sieg. Jetzt sind wir weiter Spitzenreiter und das muss auch so bleiben. Ja. War ein bisschen unnötig, dass sie am Ende sich noch reindrängen lassen haben, aber alles gut gegangen. Am Ende ist ein Sieg und das zählt. Ja, wenn du so eine Spiele gewinnst, dann... ist wichtig für einen Aufstieg. Du siehst Eintracht am Ende oder willst auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr aufsteigen? Ja klar. In der Bundesliga wäre ich dabei. Also dafür reist man gerne aus der Schweiz hierher. Was zählt, ist doch die Eintracht.